Derzeit werden Wurzelstöcke im Stadtgebiet von Laa gefräst. Zunächst einmal, warum ist das notwendig? Grundsätzlich werden die Wurzelstöcke nach dem Abtragen der Bäume gefräst. Wir haben heuer doch einige Bäume abgetragen, die vorher von unserem Baumgutachter, Diplom-Ingenieur Melauner, begutachtet wurden. Er macht entweder Kernbohrungen oder Vermessungen und stellt fest, welche Bäume entfernt werden müssen, aufgrund dessen, dass Gefahr im Verzug besteht. Heuer war es so, dass uns auch der Eisteich betroffen hat, nämlich besonders die Eschen. Hier beginnt die Fäule im Wurzelbereich, wie Sie im Beitrag sehen können, das sind die schwarzen Flecken. Das heißt, der Baumstamm ist im Grunde genommen noch gesund, nur die Wurzeln fallen ab und deshalb besteht natürlich Gefahr, dass der Baum bei stärkerem Wind umfällt. Jetzt werden diese Wurzelstöcke gefräst. Wir haben jetzt kurz angesprochen, warum ein Baum gefällt werden muss. Warum muss man jetzt dann gleich den Wurzelstock entfernen? Die Wurzelstöcke werden aus zwei Gründen entfernt. Grund 1 ist im Alleebestand, wo unbedingt ein Jungbaum nachgepflanzt werden muss an derselben Stelle, damit wir den alten entfernen, um eben einen jungen setzen zu können. Und der zweite Grund liegt darin, dass wir die Wurzelstöcke entfernen, um künftig bei Mäharbeiten unsere Mähwerke nicht zu beschädigen. Das heißt, der Wurzelstock wird entfernt, das Loch wird mit Humus und Erde aufgefüllt, Gras angebaut und wird dann in Folge mitgemäht. Nun hat der städtische Bauhof sehr viele Maschinen, aber eine Wurzelstockfräse ist dabei nicht vorhanden. Die haben wir natürlich selbst nicht, das würde sich in keinster Weise rentieren. Wir haben im Jahr ca. 20 bis 30 Wurzelstöcke, die wir fräsen müssen. Dazu haben wir die Firma Sala, die bereits seit vielen Jahren für uns hervorragend und verlässlich arbeitet. Was passiert mit dem Baumabfall, der jetzt hier entsteht? Dieser wird grundsätzlich zum Grünschnitt-Zwischenlager, das in Zukunft eröffnet wird, gebracht bzw. zur Firma Berthold. Oder wenn es ein wirklich schönes Material ist, dann verwenden wir es auch bei Blumenbeeten, um zwischen den Blumen abdecken zu können, damit das Unkraut nicht in vollem Umfang zur Geltung kommt.